So, tot. Wie geil man hier bitte einfach bauen könnte. Und wie süchtig ich gerade danach bin, so eine Potzer-Gegend zu finden. Es ist feierlich. Nicht feierlich. Dann muss ich wohl das andere Holz langsam anfangen zu verballern. So, machen wir uns ein gestreiftes Boot. Geht natürlich nicht, schade. Es ist echt gerade so ein kleines Verlangen, einfach so eine Gegend zu finden. Darum habe ich auch gerade mal die Map an. Da merkt man schon an der Map, wie es nachlädt einfach. Ich glaube, die Map ist so groß wie mein Sichtfeld, kann das sein? Boah, Alter, das sieht schon geil aus. Von der Map her betrachtet sieht das schon episch aus hier. Okay. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen an der Map orientieren, wenn ich fahre. Wenn ich schon die Map aufhabe. Alter, guck dir diese Insel. Das ist auch so eine geile Insel. Die ist nicht zu groß. Die ist nicht zu klein. Man könnte auf dieser Insel perfekt einfach mal eine Stadt aufbauen. Also wenn das hier die Insel, wenn wir hier gespawnt wären damals, dann wäre die Insel mittlerweile voll. Man könnte die perfekt ausbauen und könnte dann anfangen, so Verbindungen zu anderen Inseln durch Brücken zu knüpfen. Das würde so episch aussehen, das wären dann verschiedene Staffeln. Staffel auf Insel 1, Staffel auf Insel 2. Und das wäre auch so eine Aktion. Wäre schon geil. Immer eine neue Insel haben. Das würde ich schon feiern. Allgemein hieß es ja, die Ozeane sollen weniger geworden sein. Und es soll mehr Landmasse da sein, aber wenn ich mir so anschaue, was hier an Ozean gerade ist, dann kann ich da noch nicht so ganz zustimmen, muss ich sagen. Okay, mein Sichtfeld ist ein bisschen größer. Die letzte ist, als Vedetta meinte, weil ich halt den Nebel sehe, als Vedetta meinte, ja, siehst du das auch mit dem Nebel und so, ich so, was für Nebel bei Minecraft, ne? Und er hat halt so einen schlechten PC, dass er nur 5 oder 6 Chunks laden kann. Und er so, ja, der ganze Nebel hier sieht voll episch aus und so. Und ich so, hä, was willst du jetzt eigentlich von mir? Und dann wurde mir klar, dass ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr den Minecraft-Nebel gesehen habe. Und da wurde mir dann auch klar, was er meint, das war schon ganz geil. Okay, dann wollen wir hier mal landen. Uah, so. Also wir sind jetzt gerade erst in die Richtung. Boah, also was wir jetzt hier an neuen Junks generiert haben wahrscheinlich. In die Richtung lohnt sich glaube ich nie wieder, nach neuen Biomen zu suchen. Also es ist auch, ich muss auch sagen, das habe ich bei Kronk auch nicht ganz verstanden. Es ist gar nicht so schwer neue Biome zu finden. Weil man kann immer noch in den Nether gehen. Und der Nether hat ja, glaube ich, die achtfache Geschwindigkeit. Also du gehst ja durch den Nether durch und bist 8-mal so schnell an deinem Ziel, wie du normalerweise wärst. Und das ist verdammt schnell. Du könntest also 8000 Meter innerhalb von 1000 Metern überqueren. Das wäre einfach nur eine 1000 Meter lange schnelle Schienenstrecke. Und das wären dann 8000 Meter. Und dann hättest du ein Gebiet, da könntest du laufen, bis du schwarz wirst. Und könntest neue Biome entdecken. Und das könntest du wirklich in den Maßen fortführen so. Allerdings hat er jetzt auch das Problem gehabt, was ich gesehen hatte in seinen Videos.
dass ja seine Welt komplett kaputt gemacht wurde durch den neuen Updates, dass wirklich, also für ihn sich das Let's Playen auf seiner Welt mittlerweile wahrscheinlich gar nicht mehr lohnt. Bei ihm ist alles in den Arsch gegangen durch das Update, also entweder er würde sich, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, er würde mit der Welt weitermachen. Dann müsste er sich höchstwahrscheinlich vorher erstmal ein paar Tage hinsetzen und die Welt komplett nachstellen, bevor er überhaupt weiterspielen könnte auf der Welt, weil das kannst du im Let's Play nicht reparieren. Das kannst du nicht zeigen. Das ist unklar. Wenn du dann erstmal die ersten nächsten 100 Folgen damit beschäftigt bist, dass die Let's Play Welt zu reparieren, dann ist auch vorbei. Huch. Ich muss gestehen, ich würde den Neuanfang auf einer neuen Welt begrüßen bei ihm, wenn er das nochmal machen sollte. Boah, Alter, diese neuen generierten Biome. Boah. Wenn er nochmal sich dazu überreden lassen sollte, noch einmal anzufangen, würde ich es begrüßen, wenn er sich eine neue, komplette Welt nimmt und einfach nochmal ganz von vorne startet. Klar, man muss einfach sagen, der Flair wird nie mehr so da sein, den er beim ersten Mal, das, ich glaube, es kennt jeder, der Minecraft spielt, boah, der Flair beim ersten Mal, wenn du diese Welt startest, vor Zombies noch Angst hast und einfach eine Holzhütte baust, die aus einem Klotz besteht, das kommt nicht wieder. Wenn das einmal weg war, dann war's das. Du gewöhnst dich dann einfach an das Spiel. Das ist bei jedem Spiel so. Das ist auch bei The Forest so, wenn du dich bei The Forest einmal auskennst oder wenn du dich bei Don't Starve einmal auskennst, dann kriegst du diesen anfänglichen hektischen Flair so, oh, ich könnte es verkacken, nicht mehr. Weil dann weißt du, wann du es verkackst hast und wann nicht, und deswegen, Alter, das tut mir sehr leid, das ist gerade so leid. Ich weiß auch nicht, was das sein soll, dass das immer so übel durchdreht, wenn man mal neue Biome erkundet. Brauche ich wahrscheinlich ein Hyperrechner. Also, ich meine, ich kann jedes Spiel spielen auf High-End-Grafik, aber Minecraft, nein, machen wir nicht. Das schmiert ihr ab. Das ist ja, glaube ich, das, was man am meisten begrüßen würde in Minecraft momentan. Einfach mal eine neue Engine. Komplett neue Engine, damit diese riesen... Ich kenne mich mit Engines nicht aus. Also, ich kann gleich sagen, also, ich weiß zwar, dass es eine neue Engine bei Minecraft erfordert. Ich kann euch aber echt nicht sagen, was genau eine Engine verändert und wie genau auf einer Engine ist auf jeden Fall das Spiel aufgebaut, bla bla bla. Die sorgt dafür in Bob-Deutsch, wie viel Speicherplatz, mit wie viel Antrieb. Ist echt schwer zu erklären, wenn man selbst keine Ahnung hat. Also ich hab's mir ungefähr so eingeprägt, dass die Engine mit möglichst wenig Kapazität eine große großes Grafik und Weltengrößen. Boah, es ist schwer zu erklären. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich's formulieren soll. Ich überlege gerade, kleinen Moment, ich krieg das hin. Alle, die sich da besser auskennen, werden jetzt wahrscheinlich schon wissen, worauf ich hinaus will, aber... eine möglichst große... spielbare Karte... / Welt, / Szene... mit möglichst großen... grafisch besten Einstellungen zu erschaffen und dabei möglichst wenig Speicherkapazität und PC-Kapazität, was man da alles braucht, zu verlangen. So ungefähr würde ich eine Engine erklären. Oder den Sinn, was eine Engine verfolgen sollte. Und da gibt es ja verschiedene. Was genau macht ihr hier? Ihr seid doch sicher hier, du bist da sogar alleine. Oh. 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 Also. Dann kommt mal mit, Jungs, Mädels. 3. Mit 4 Knochen. Geil.
Feier ich! La 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 la. So. Aber es ist, also mal zu den neuen Biomen, es ist echt krass. Gut, es gibt natürlich eine Menge Biome, die jetzt so nicht hervorstechen, wie es gibt jetzt Tannennadelwälder ohne Schnee, es gibt welche mit Schnee, dann gibt es Birkenwälder und sowas ist. Und auch diese Wälder mit den Schwarzeichen, dann gibt es die Wälder mit denen. Das sieht natürlich alles sehr episch aus. 7400 Meter schon, what the fuck. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, es fehlt der Fantasy-Kick. Das ist es bei den Welten, glaube ich, was so ein bisschen fehlt. Mittendrinne vielleicht einfach mal so ein Lava-Vulkan oder so. Einfach so Dinge, die du siehst und du denkst, boah, Alter, hier baue ich mir Gondor auf oder so ein Spaß, keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Herr der Ringe-Fan, also das war jetzt nur so ein Ding einfach, keine Ahnung. Irgendwas, wo du denkst, boah, krass, so wie in den Bergen einfach. Also öfters, ich meine, es gibt genug Stellen, wo du denkst, geile Schaukel. Ja, geile Schaukel, denke ich mir öfters. Aber es fehlt einfach manchmal so ein bisschen dieses wirkliche Buff-Sein. Zum Beispiel die Gletscherbiome und die anderen Biome, die sind sicher vorhanden, aber die sind und die sollen auch sicher selten sein. Also ich möchte jetzt nicht in jeder Ecke, habe ich mir gerade an die Nase gekratzt. Da ich will jetzt hier noch nicht an jeder Ecke so ein Ding haben, aber ich will schon wenigstens so oft, dass ich mal nach 7000 Metern, die ich gerade gelaufen bin, mal einen finde. Also das sollte schon drinne sein. Also da hinten ist schon wieder der nächste Wald. Da ist ein Wiesenbiom, der ist jetzt auch nicht unbedingt so selten. Also so oft gesehen, ich weiß, aber Wiesenbiome, die Rate von Wiesenbiomen finde ich gut. Die sind nicht unbedingt so häufig, aber doch schon so häufig, sage ich mal, dass wenn du, sag mal, 3-4 Biome abgrast davon, dass du wirklich Blumen bis an dein Lebensende hast. Aber 3-4 Biome zu finden, braucht halt auch eine gewisse Weile. Aber Potsoul, da musst du echt, wenn du einmal da bist, also da musst du dir eine Schubkarre mitnehmen. Sonst, oder ein Neverportal hinbauen halt. Das geht natürlich auch. Dann könnte man sich das auch holen, also das wäre kein Ding. Aber wir haben jetzt mittlerweile schon diese... Wo ist denn das? Da. Nee. Wir haben mittlerweile diese 8000 Meter schon geschafft, ne? Und wir haben einfach noch nichts gefunden. Und wir haben auch keine Nahrung mehr. Krass. Okay. Dann muss ich wohl doch mal. Ja, ja, meine Kleinen. Ach so. Ich habe auch keinen Stein. Haha. Dann würde ich sagen, begeben wir uns direkt mal zu dem steinigen Gebirge da hinten. Es wäre cool, wenn wenigstens was im Wiki stehen würde, wie selten die Dinger sind, aber da steht ja nicht mal das Wiki dazu. Das ist das Problem an der Sache. Also eins der Probleme an der Sache. Ich habe im Wiki ja schon geschaut, wie selten die denn sind und ob man irgendwie besondere... Ob man sich das irgendwie merken kann. Na los, Hundis. So. Ob man sich das irgendwo merken kann, wann man auf so einen vielleicht stößt oder so, aber da steht gar nichts drin.
nicht mal einen Tipp. Man hat ja damals angenommen, so zum Beispiel bei Red, bei, nur mal als Beispiel, man hat ja damals zum Beispiel bei Diamanten angenommen, die sind in der Nähe von Redstone. Das hat zwar im Endeffekt nicht gestimmt, aber da stand wenigstens was drin. Heutzutage, achten die Leute gar nicht mehr darauf, irgendwie sich gegenseitig zu helfen. Die gucken einfach nur und... geht drauf, Hundi! Ja, los, mach mit! Los, Hundi, tötet es! Du willst nicht so? Der guckt aber nur... Die sehen aber auch putzig aus. So. La 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 la. So, wer jetzt immer? Haben wir schon 5. Wir sind auch in Extreme Hills gerade. Also ich würde sagen, wir werden in der nächsten Aufnahme, ich mache jetzt an der Stelle gleich einen schlucken Cut, wir werden in der nächsten Aufnahme dann hier einfach mal runtersteigen in den Extreme Hills. Wir tun uns jetzt gerade noch ein bisschen Essen machen, die Hundis tun gerade noch ein bisschen für uns die Lage clearen. In der nächsten Folge würde ich sagen, steigen wir einfach hier runter. Vorher muss ich noch ein bisschen was weghauen, da haue ich mal das hier weg und dann haue ich mal auch... Komm, da kommt eh nur Kohle raus aus den Obsidian... Ah, ne, da kommt Obsidian raus, stimmt. Den behalte ich. Da kommt das mal weg, ich, den Flieder, die zwei haue ich jetzt auch weg, das ist wirklich nichts, wo ich sage... die Pilze fliegen jetzt auch mal weg, das ist jetzt alles ein bisschen unwichtig. Die beiden hier im Fall, die habe ich selten, Schwarzpulver brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Erde brauche ich nicht unbedingt. Die Erde brauche ich nicht, den Sand ist jetzt auch scheißegal. Bruchstein, komm hier, lass mich in Ruhe. So, das sollte erstmal genug sein. Und dann graben wir uns in der nächsten Folge dann hier ein. Bis dahin. Adios Jungs, bis zum nächsten Mal. Tschüss.